Mallorca ist kein Risikogebiet mehr an Ostern 2021. Das heißt, auf nach Mallorca oder nicht? Ich erkläre euch, was ihr beachten müsst, wenn ihr jetzt nach Mallorca fliegt, also welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, Hinflug, Rückflug, was gibt's zu beachten? Hallo, mein Name ist Dika Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Ich kann es total verstehen, man hat echt Corona satt und sehnt sich nach Sonne, Sand und Meer. Ob man deshalb nach Mallorca fliegen muss, das ist jedem selbst überlassen. Aber wenn du unterwegs sein möchtest, wir starten jetzt direkt los. Was muss ich bei der Einreise beachten? Ja, zurzeit ist es tatsächlich so, dass du für die Reise einen negativen PCR-Test brauchst. Also sprich, lass dich kurz vorher testen. Den Test musst du in der Tasche haben, sonst gibt es Ärger in Spanien. Außerdem musst du dich digital anmelden, also deine Reise ankündigen. Auch das ist ganz wichtig, dass die spanischen Behörden wissen, hey, hola, da kommt ein deutscher Tourist. Also, wenn du das alles beachtet hast, bist du dann glücklich, hoffentlich auf Mallorca. Dann gibt es natürlich als nächstes an uns Juristen die Frage, ja, welche Regeln gelten dann auf Mallorca? Und das ist tatsächlich für einen deutschen Anwalt relativ schwer zu beantworten, denn faktisch gilt auf Mallorca natürlich spanisches Recht. Ja, ganz genau. Und das müsst ihr euch auch immer vergegenwärtigen. Das heißt also, ihr müsst im Prinzip die Lage vor Ort auch tatsächlich im Blick haben. Und da hilft es nicht, die deutsche Zeitung zu lesen, sondern da müsst ihr schon so ein bisschen auch wirklich gucken, welche Regeln gelten vor Ort. Denn Deutschland hat da erstmal nichts zu sagen, auch was Quarantäne oder ähnliches angeht im Land. Das regelt alles Mallorca. Kurz kann ich euch sagen, es ist tatsächlich so, dass also auf Mallorca auch einige Beschränkungen gelten. Also die wichtigste Beschränkung ist im Prinzip für mich die Maskenpflicht. Die gilt da tatsächlich fast immer. Also selbst dann, wenn der Abstand zwischen zwei Menschen eingehalten werden kann, auch zum Beispiel auf den Strandpromenaden und Ähnlichem, da ist es immer noch mit Maskenpflicht versehen. Nur auf deinem Handtuch am Strand, da darfst du dann die Maske absetzen. Auch das Treffen mit Personen ist eingeschränkt, also auch da immer gucken, wie ist genau die aktuelle Regelung. Die ist in Spanien zu Ostern noch ein bisschen strenger wohl als aktuell. Also sprich, in größeren Gruppen zusammensitzen ist da auch nicht. Um 17 Uhr schließt auch alles. Also sprich, Schicht im Schacht ist da relativ früh. Und wer irgendwie in Bars oder ähnliches will oder Diskotheken, den muss ich direkt enttäuschen. Da gibt es die klare Regelung, die sind erst gar nicht auf. Also sprich, es wird auf jeden Fall schon anders werden. Wer mit seinem Partner nach Mallorca fliegen will und vielleicht keinen gemeinsamen Haushalt bildet, der hat auch schlechte Karten, denn tatsächlich ein Hotelzimmer dürfen sich nur Leute aus einem gemeinsamen Haushalt teilen. Also sprich, es gibt schon ein paar Besonderheiten, auf die ihr unbedingt achten solltet. Und auch da, also erster Blick immer aufs Auswärtige Amt, aber zum Beispiel dann im Weiteren das Mallorca-Magazin, das kann ich empfehlen. Es ist letztendlich so, dass ich euch auch nur aus zweiter Hand berichten kann, denn wir sind ja eben auch keine jetzt spanischen Anwälte, auch wenn ich da mal gearbeitet und gelebt habe. Kann ich da auch immer nur meine Kollegen fragen, weil das spanische Recht jetzt aktuell kennen wir natürlich auch nicht so intensiv. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum weißt du es denn überhaupt? Ja, das will ich sozusagen als kleinen Schlenker noch mitgeben. Ja, tatsächlich wissen wir es von denjenigen, die uns kontaktieren, weil sie sagen, ich habe das zwar gebucht, aber das war quasi vielleicht sogar noch vor Corona und ich habe da überhaupt keinen Bock hinzufliegen. Also kann ich das nicht kostenlos stornieren. Und dann sind wir sozusagen mit im Boot, uns anzugucken, wie sind denn die Regelungen vor Ort und kann ich denn kostenlos stornieren. Kurze Info dazu, kostenlos stornieren ist tatsächlich nur bei Pauschalreisen grundsätzlich möglich, wenn sich quasi außergewöhnliche, unvermeidbare Umstände ergeben, die die Reise erheblich beeinträchtigen. Und dazu sozusagen nur noch ein, zwei Sätze. Tatsächlich ist das dann zum Beispiel der Fall, so hat zum Beispiel das Amtsgericht Düsseldorf freundlicherweise entschieden, dass wenn da viel, viel strengere Maskenregeln gelten als in Deutschland, dann hat das Amtsgericht in Düsseldorf entschieden, also dann kann man ja quasi besser zu Hause bleiben, da ist der Erholungsfaktor ja größer und hat dem Reisenden Recht gegeben und hat gesagt, du kannst kostenlos stornieren. Also deshalb die Lage vor Ort immer ein bisschen im Blick behalten. Ja, jetzt sind wir irgendwann glücklich entspannt auf Mallorca gewesen und es naht die Abreise. Was müsst ihr jetzt beachten? Ja, tatsächlich ist es da so, dass ich immer sagen würde, vor Abreise wirklich nochmal checken, wie ist die Situation. Denn alles, was Einreise, Einreisetests, Anmeldung, Quarantäne angeht, das ist quasi wirklich entscheidend, was im Moment der Einreise nach Deutschland, also bei eurer Rückreise gilt. Deshalb als erster Blick aufs RKI, Robert-Koch-Institut, ist Mallorca immer noch kein Risikogebiet. Dann sieht schon mal super aus. Digitale Reiseanmeldung hilft da auch immer ein bisschen, würde ich auch direkt nochmal abchecken.
Und als nächstes dann, wenn ihr vielleicht doch reingerutscht seid ins Risikogebiet, ja, dann ist es tatsächlich so, dass ihr euch über die Quarantäneregeln informieren müsst. In NRW, also Nordrhein-Westfalen, ist das Ganze ziemlich locker. Da kann man im Prinzip sich sofort freitesten. In anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bayern, wäre das anders. Wenn ihr also quasi dann ins Risikogebiet gerutscht seid, während eures Aufenthalts auf Mallorca, dann warten 5 Tage Quarantäne. Und ganz, ganz schlimm wird es für euch, wenn da eine Mutation aufgetaucht ist auf Mallorca. Dann wird ja Mallorca vom Robert-Koch-Institut zum Mutationsgebiet erklärt, zum Virus-Mutationsgebiet, Virus-Variantengebiet. Und dann warten tatsächlich zwingend 14 Tage Quarantäne auf euch. Und deshalb ist es nochmal ganz, ganz wichtig, dass ihr euch vorher gut informiert, wie sind die aktuellen Einreisebestimmungen. Da meine Empfehlung, Auswärtiges Amt, da steht es immer schön drin für die Einreise. Informiert euch, wie es vor Ort ist. Da mein Tipp bei Mallorca, das Mallorca-Magazin. Und als drittes, wenn es um die Rückreise geht, nochmal das Ganze sozusagen rückwärts. Also beim Robert-Koch-Institut gucken, Risikogebiet ja oder nein, Virus-Variantengebiet ja oder nein. Und dann gegebenenfalls, falls da was passiert sein sollte, dann müsst ihr nochmal den Blick auf euer Bundesland richten. Was sagt das zu Quarantäne oder Ähnlichem? Ob ihr fahrt oder nicht, ich halte mich da komplett zurück. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, aber ich kann auch verstehen, wenn manche sagen, ey, ich kann nicht mehr. Also insofern wünsche ich euch, wenn ihr in Urlaub fahrt, einen wunderschönen Urlaub. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch mit unseren Tipps immer helfen. Damit du weiter gut informiert bist, weil vielleicht passiert ja was Neues, solltest du auf jeden Fall unseren Kanal abonnieren. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du ein Like da lässt, uns abonnierst und vielleicht auch noch die Glocke aktivierst. Das wäre großartig. Also in diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video.